Zombie Apocalypse. Hallo YouTube. Ja, heute mal ein bisschen anders und oh mein Gott, hier ist was los. Ich sag euch das, ey. Da stehst du morgens auf, trinkst deinen Kaffee, guckst nach draußen und was siehst du hier? Die weiße Pest, war Kevin? Ja, der Kevin war schon war fleißig und hat hier schon mal ein paar Wege geräumt. Ja, und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir ja, Straße freiräumen und dann mal schauen, was dann noch so passiert. Aber wir lassen uns mal überraschen. Haben wir denn was hier, womit wir hier anfangen können? Außerdem, das Einzige, was wir hier oben hätten, wäre jetzt im Prinzip der Güldner mit der Schaufel, ne? Ja, das ist ja wenig das hier. Mal beim Landhandel. Ja. Ja, wir können ja gleich mal gucken. Aber ich mach mal eben die Scheune hier, unser Lager zu, weil ich möchte ja nicht, dass die Sachen einfrieren, ne? So. Hier mal. So. Die Kollegen. Na, ist denn einer von denen heute überhaupt da? Weiß ich nicht. Na, das ist natürlich lustig. Komm, lass uns mal reingehen. Es ist mir hier draußen eindeutig zu kalt. Ich würde sagen, so mal. So. Hier sogar die Tür schon. Ne, jetzt geht sie zu. Die knarrt auch ganz schön, ne? Ja. Ja, dann würde ich mal sagen, rufen wir mal an, ne? Sollen wir mal beim Landhandel anrufen? Ja, komm, dann rufen wir die beiden mal an. Da unten. Hallo. Hallo, Sepp. Na? Alter, was? Ach, hör auf. Ja, ja, hör mal, was ist denn hier los eigentlich? Ja. Schnee auf den Straßen, ne? Ein bisschen. Wir wollten euch fragen, ob ihr runterkommt. Wir haben hier Fahrzeuge, ob ihr uns helfen wollt, die Höfe frei zu machen. Von der Gemeinde. Okay. Hier frei, unseren Hof, euren Hof. Ja, pass auf. Dann laufen wir jetzt zum Auto und dann kommen wir. Wir wollten gerade noch eine Tasse Kaffee trinken. Wie ihr wollt, ne? Ja. Kevin, machst du zu? Ich hol Auto. Bis gleich, danke. Ja, so. Auf geht's, Kevin. Ist ja hier wieder ein Grau. Ja, huppa. Ist das hier rutschig, verdammt Hacke. Wir müssen unbedingt den Hof frei machen, ne? So, gut. Ja, ich merk's. Ja, anscheinend. Boah, ich stehe schon auf der Bremse. Unfassbar hier, ey. Wo? Die Stadt hat was gesagt, hat der Sepp gesagt. Oh Mann. Ach du Heiliger, aber was ist denn hier kaputt? Du darfst sie ja gar nicht fahren eigentlich, ne? Ich hoffe, die haben an dich gedacht. So. Wie sieht's aus? Wo soll können wir parken? Oh, ich stell mich hier hin, warte. Hier ist ja einer.
Sag mal, wo kommt denn der ganze Dreck her? Ich hab gedacht, Schnee macht sauber, Kevin. Also, ey, guck dir das mal an. Der sah doch gerade noch nicht so aus. Eine Lüge. Moin, Michel. Ja, moin ist gut, ne? Ist ja schon Nachmittag hier. So. Also. Dann erzählt mal, habt ihr denn ein Fahrzeug für den Kev? Weil Schnee und so muss halt weg. Also ich würde hier so ein LKW mal nehmen. Haben wir die denn alle beladen? Ja, die LKWs werden zu groß sein für unsere Ecken, die wir haben. Deswegen haben wir die den einen Lindtrakt noch da vorne und den Unimog. Na gut. Meinst du? Pass mal auf, ich fahr mal hier bei der Schokolade rein mit dem LKW. Mal gucken, was die sagen. Gucken, ob das funzt. So. Ja, einmal Muppet an. So, ich hoffe, das ist an. Jawohl. Jungs, seid ihr euch sicher, dass das geht? Also die Schokoladenfabrik sagt nein, die wollen nicht, die streuen selber. Ja. Ich will. Ja, die ist hier genau gegenüber. Nein, die wollen nicht mit dem, die wollen nicht streuen, die wollen selber streuen. Ja, der Salz ist ja eh nicht eine Schokolade, die sollen sich mal nicht anstellen. Okay, ich nehme dann den Unimog. Ich habe hier hinten die Einfahrt frei soweit. Ich fahre jetzt rüber zu uns auf dem Hof. Da ist der Kevin gerade. Jo, das macht ja nichts. Dann macht ihr da und ich fange schon mal die Kleinigkeiten, die anderen Sachen an. Wahnsinn, wird da alles doch an Menge zusammenkommen, ne, wenn man das alles so schiebt. Oh ja.
Hälfte in der Mitte anfangen und immer eins zur Seite. Und wenn mir nicht mehr geht, dann müssen wir gucken, dann müssen wir es notfalls mit dem Frontlader oder so. Ja, ich habe jetzt das Schild nach links, ich schiebe jetzt alles hier nach links rüber. Bis hier hinten vor und dann schieben wir dann von hinten einfach nach vorne hoch oder so. Jo. Dass wir unsere Einfahrten frei haben wieder. Geht ja schon mal ganz gut. Klappt ganz gut so. Räumt der Bahnhof selber oder müssen die auch geräumt werden? Frage. Ich kann mal eben vorbeifahren, aber ich könnte mir vorstellen, dass die selber machen. Alles klar. Falls kann der Kevin da mal hinfahren und probieren. Aber und wir gehen dann schon mal in den anderen Höfen, während wir da sind. Jo, Kevin, hast mitgehört, ja? Jo, probiere ich gleich mal. Thank you.
Michel. Gehen hier Gerüchte rum, dass eventuell hier so ein große, einmal eine Polizeistation hier hinkommen soll, aber ich glaube, das ist bestimmt dummes Geschwätz. Und was vor ein paar Jahren schon mal im Gespräch war mit dem, mit der großen Tankstelle, mit der Raststätte. Da bin ich mal gespannt. Echt? Okay. Ah, Polizei. Kannst du mir bald nicht vorstellen, aber andererseits wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir hier mal wieder in städtische Verwaltung und so hin. Wäre vielleicht gar nicht schlecht. Ja, genau, die Feuerwehr braucht ja eh Platz, wo sie mit beigeht. Vielleicht machen sie ja was zusammen, wenn. Ja. Autohof wäre auch nicht schlecht. Also ist Sicherheit ja, für die hier umliegenden Firmen und so, für ihre LKW-Fahrer bestimmt nicht der schlechteste, wenn die Rastanlage hätten. So. Kevin, wie läuft's? Ganz gut. Schokoanlage ist gleich frei. Ah, sehr gut. Jetzt fleißig am Landhandel. Muss da noch die Zufahrten machen eben, aber dann passt das, dann ist alles weg. Jo, okay. Bin mal gespannt, ob wir noch unserer Nachbargemeinde aushelfen müssen. Oh ja, die haben, glaube ich, viele hohen Krankenstand. Kann sein, dass man da einspringen will. Oh ja. So könnt ihr zwei euch vielleicht schon drauf gefasst machen, dass wir haben es ja jetzt schon 15.30 Uhr, wir heute Abend noch einen Anruf kriegen, dass wir morgen eventuell noch aushelfen müssen. Ja, müssen wir mal gucken, weil Kevin muss ja auch noch ein bisschen Schule, ne? Ah, das wird ja sowieso erst morgen, wenn wir. So. Wieder, der hat wohl kein Homeoffice. Ne. Ja, aber ich glaube, ja, meine Schule hat gerade angerufen, ich muss jetzt noch das Zeugnis holen. Dann würde ich das jetzt machen und dann ruft er mich nochmal an, wenn er nochmal mich braucht, ne? Ja, nimm mal das Fahrzeug mit hoch. Das Rollfahrzeug? Ja. Falls sie anrufen, dass wir kommen sollen. Alles klar.
So. Die Schweizer Schokolade ist freigeräumt. Ja gut, dann ist die Schokoladenversorgung ja sichergestellt. Ja, kann ich. Lass mir jetzt hier oben vom Taxi abholen, dann ruft er mich an, wenn er weiter fahren muss und ich melde mich vielleicht wieder da. Vom Taxi, jo. Hast du zu viel Geld, Jung? Fahr mit deiner Ape. Ach, die führt langsam. Wobei bin ich wieder 3 Stunden unterwegs und dann ist die Batterie wieder alle. Egal, mach hin. So, meine Lieben, aber das war's dann auch für heute. Wir haben die Schokoladenfabrik freigeräumt. Well. Endlich. Und wie unser Landhandel. Ihr euren Landhandel. Yeah. Als kleiner OOC-Hinweis, das war ein bisschen anders geplant. Nur leider war Giants der Meinung, die müssten die Straßen alle von vornherein freiräumen. Bisschen dumm gelaufen. Ja. Eigentlich wollten wir die Stadt freiräumen beim Schnee, aber wie man sieht. Ja. Die haben sich gedacht, oh, wir machen den Schnee einfach von den Straßen weg und machen einfach nur die Höfe. Deswegen gab es jetzt gestern auch keinen Livestream am Sonntagabend, sondern wir haben nur alles versucht, irgendwie zu retten, dass es vielleicht doch irgendwie geht, was aber leider nicht funktioniert hat. Deswegen jetzt nur diese eine Folge aufgenommen. Ja, die jetzt so, ich hätte mal gesagt, mehr oder weniger außer Not raus entstanden ist. Genau. Wir werden das dann auf einer anderen Map, wo wir dazu Hilfe gehen in der Stadt, werden wir das weiterführen. Wo ist denn der, die Warndrinkanlage auf welcher Taste? 2. Genau. Gut. 2? Ihr Lieben, macht's gut. Genau, wir sehen uns. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Morgen, tschüss.